Hallo, willkommen bei Ginseng. Und zwar geht es heute, wie ihr seht, um das Tätowieren. Da mich in letzter Zeit sehr viele gefragt haben, wie man Tätowierer wird, beziehungsweise wie man mit dem Tätowieren anfängt und was man dazu alles braucht, was man alles mitbringen sollte, wollte ich ein Video dazu machen. Genau. Und bevor wir anfangen, ich tätowiere halt zu Hause. Und ich habe mir alles bei Learning by Doing beigebracht. Aber ich habe ein sehr analytisches Denken bzw. Lernverhalten und tätowiere jetzt seit etwa, ich würde sagen, halbes Jahr ungefähr. Oder eher, das ist mehr hobbymäßig bei mir, aber ich mache das schon auf einer professionellen Ebene. Habe mich damit sehr viel befasst und ich hoffe, ich kann euch mit diesem Video ein bisschen dabei helfen. Fangen wir mal an. Wie wird man denn Tätowierer in Deutschland? Also am besten wäre einfach, man sucht sich ein Tattoo-Studio aus, was von den Fähigkeiten und was die Artworks oder von der Hygiene einen sehr gut passt, beziehungsweise einen sehr guten Ruf hat und fragt da einfach an. Problem ist, dass sehr viele Leute Tätowierer oder das Tätowieren lernen wollen und diese Studios eigentlich überfüllt sind, also von Bewerbungen für Auszubildende. Warum Auszubildende? Weil es gibt in Deutschland keinen offiziellen Ausbilderberuf Tätowierer. Tätowieren kann man entweder wie ich jetzt selber bei Learning by Doing machen oder man holt sich üblicherweise einen Mentor bzw. sucht sich ein gutes Studio, die einen dann anstellt. Das Problem dabei ist, dass man dann den Mentor oder das Studio eigentlich Geld zahlen muss. Üblicherweise liegt man da etwa. Ich kann das nicht genau sagen, aber man hat schon um die Tausenderbereich dann an Kosten, sage ich mal, weil der Tätowierer und beziehungsweise Studio sehr viel Arbeit einfach mit dir hat. Genau. Und was soll ich dich denn mitbringen, um zu tätowieren? Was du auf jeden Fall mitbringen solltest, ist einfach, du solltest auf jeden Fall ein gutes Auge haben, weil du die ganze Zeit am Kunden, beziehungsweise ob du zeichnest oder tätowierst, einfach ein gutes Auge haben solltest, um gewisse Dinge zu sehen. Das mit dem Zeichnen kommt drauf an. Also es gibt auch Tätowierer, die haben eher weniger Ahnung vom Zeichnen, sage ich mal. Aber üblicherweise solltest du schon kreativ sein, beziehungsweise schon sehr viel zeichnen. Aber dazu gesagt ist einfach, das Tätowieren und Zeichnen ist nicht das gleiche. Weil das Tätowieren ist zwar eine Kunstart auf dem Körper, aber die Fläche ist einfach nicht platt. Also wir tätowieren zwar auf Haut, wir tätowieren so auf Haut. Aber die Fläche ist halt, es bewegt sich dann halt auch. Und man muss halt, man muss das Zeichnen verstehen. Es gibt auch eine Tätowiere, tätowieren einfach nach Vorlage, machen die Vorlage auf die Haut und tätowieren dann, naja, für mich ist einfach Tätowierer, der sollte organisch bzw. natürlich tätowieren können. Das kommt auf das Motiv an, man sieht dann die Linienführung, man sieht einfach, wie das Motiv gezeichnet ist. Es hat einen ganz anderen Flair. Aber dazu vielleicht später. Was du auf jeden Fall noch mitbringen solltest, ist einfach, du solltest keine Berührungsängste haben, da du später auf andere tätowierst. Also am Anfang mit dem Tätowieren heißt, man tätowiert erst auf, man kann auf Pappe tätowieren, man tätowiert auf Obst wie Bananen, Orangen, alles Mögliche. Und man kann auch auf Kunsthaut tätowieren oder auf Schweinehaut, wenn man jetzt zum Schlachter geht und da vielleicht nachfragt. Und ansonsten würde man dann an sich selber tätowieren danach. Das wäre dann der nächste Schritt. Man tätowiert sich selber. Und danach würde man dann halt jemand anders tätowieren. Und es ist dann nicht immer, oh, ich tätowiere jetzt ein Mädel, sie ist nackt. Oder sie ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein Tattoo auf der Brust macht oder so. Beim Tätowieren ist einfach, es ist eine offene Wunde. Also der Kunde bzw. die Kundin oder das Modell wird auf jeden Fall schwitzen. Man selber wird vielleicht schwitzen, kommt drauf an. Und es ist wie gesagt eine offene Wunde und es gibt auch Körpergerüche, sage ich mal. Und darüber sollte man man sollte keine Angst davor haben. Und was man noch mitbringen sollte, ist einfach, man sollte beim Tätowieren sein volles Herz mit reinpacken, sozusagen. Weil man mit dem Tattoo, das bleibt ja eigentlich ein Leben lang. Also derzeit ist die Lasertechnik noch nicht so weit, dass man großflächige Tattoos, sage ich mal, weglasern könnte. Man könnte so kleine Schriften oder schon kleine Tattoos weglasern, aber man hätte dann immer noch eine Narbe. Vielleicht ist das in 10, 15 Jahren oder 30 Jahren vielleicht anders, aber derzeitig geht es nicht. So, dann kommen wir jetzt mal zu den Tätowiermaschinen.
Weil es gibt zwei verschiedene Arten von Tätowiermaschinen. Ich habe hier eine, das ist eine normale Spulmaschine, wie ihr sehen könnt. Also ich habe hier eine Spulmaschine. Und das ist so halt, sage ich mal, die Oldschool-Variante, beziehungsweise die normale Variante, die jeder kennt. Im Gegenzug zu der Spulmaschine gibt es noch eine Rotary-Maschine. Rotary-Maschinen sind zum Beispiel in Deutschland oder weit verbreitet die Cheyenne Hawk. Und die kostet, glaube ich, um die 250 für den Motor und ich glaube 150 war es für das Griffstück und die für die Nadeln etwa 3 bis 5 € pro Nadel. Der Unterschied zwischen der Rotary und der Spulmaschine hier ist bei der Rotary, sie läuft über den Motor und hier läuft das über die Spulen, deshalb heißt das Spulmaschine und hier haben sie magnetisches Feld. Es ist einfach, dass bei der Cheyenne die ist leichter in der Hand als jetzt die Tätowiermaschine. Man sollte das nicht überschätzen, nicht unterschätzen, weil die Tätowiermaschine hat schon ein gewisses Gewicht. Und es ist einfach auch leiser, weil jetzt hier eine Spülmaschine ist doch recht laut. Also ich habe jetzt einen Liner, ist schon sehr laut, sag ich mal, im Vergleich zu einer Cheyenne, die ich leider nicht hier habe, weil ich nur mit Spülmaschinen tätowiere. Die sind ein bisschen leiser. Die Linien sind einfacher zu führen, weil sie nicht so laut ist und weil es von der Linienführung einfacher ist. Der Nachteil bei der Cheyenne bzw. bei der Rotary ist einfach, dass durch dieses mit dem Motor kann man schon sehr tief reingehen. Also als Anfänger, wenn man das zu Hause lernt, würde ich das nicht empfehlen. Da würde ich lieber Spulmaschinen nehmen. Weil dann kommt die Frage, wie tief darf man stechen und wie tief sollte man gehen. Und mit der Cheyenne hat man schon einen sehr harten Punch, sage ich mal, für den Anfänger. Natürlich kann man das auch lockerer einstellen, beziehungsweise leichter einstellen. Aber für den Anfang empfehle ich, dass man sich eine Spulmaschine kauft. Welche habe ich denn? Ich habe hier eine Spulmaschine, wie gesagt, schon eine Liner, ein Achter und das ist Achterbob. Und das ist halt von Bavarian Custom Iron. Die wird halt in München, beziehungsweise Nähe München hergestellt und ist einer der weltweit bekanntesten, beziehungsweise professionellsten Tätowierhersteller, sage ich mal, auf einem hohen Niveau, sage ich. Natürlich gibt es später dann einzelne andere Tätowiermaschinen. Ich habe hier zum Beispiel Custom Build, habe ich hier auch eine andere. Zum Beispiel habe ich hier eine mit Louis Vuitton, auch eine Spulmaschine. Und das hier ist aber ein Shader. Und da wusste ich schon ungefähr, wie ich das einstellen möchte, wie ich tätowiere, weil ich schon ein bisschen tätowiert habe. Und später kauft man sich das nach und lässt es sich von dem Tätowiermaschinenbauer so einstellen, sage ich mal. Wie viel die Maschinen ungefähr kosten? Die kosten alle so zwischen 360, also die Bavarian Custom Iron BCI kosten 360 um den Dreh, 360, 370. Und die Custom Builds kosten alle unterschiedlich. Also manche fangen ab 100 an, andere so ab 200. Und es geht auch hoch. Hier zum Beispiel eine Iron kostet, ich glaube, um die 1000 kann man da schon einplanen. Aber es kommt immer darauf an, wo man hingeht oder was man tätowiert. Und für den Anfang sollte man sich so Maschinen so um die 200 bis 300 so einplanen. Und man sollte zwei holen, wenn man eine Spulmaschine holt. Warum zwei? Weil man halt einen Liner braucht für die Outlines, also die Linien. Und dann braucht man noch einen Shader, was ich eben gezeigt habe. Das ist halt dann für das Schattieren. Oder neben dem Schattieren kann man damit auch schon füllen. Füllen halt heißt also, die Flächen kann man damit füllen. Ich habe jetzt vier. Ich habe noch einen Color Packer und eine Big Magnum. Und Big Magnum ist einfach damit, man sehr große Flächen gut füllen kann, zum Beispiel jetzt beim Tribal. So, neben der Tätowiermaschine braucht man, wie man hier schon sieht, hat es da mehr. Also es hat hier einen Griff, es hat Nadeln und wir haben hier auch dieses Gummi und wir haben hier dann halt auch noch den Gummi für die Nadel, um das festzuhalten. Wenn ihr das hier besser sehen könnt. Also hier haben wir so ein Gummi und da haben wir auch Einwegsachen. Die Sachen sind alle Einweg, wie in der Hygiene, wie gesagt, weil es ganz wichtig wie in der Cross-Kontamination. Cross-Kontamination seht ihr schon, weil ich trage Einweghandschuhe. Diese werden halt nach dem Tätowieren auch weggeschmissen. Die werden nicht nochmal benutzt. Das gleiche gilt für die Nadeln sowie die Griffstücke. Es gibt von den Griffstücken auch Metall, welche man dann halt schon reinigen müsste, aber man braucht extra eine Maschine dafür. Was man jetzt noch zum Tätowieren braucht, man braucht die Tattoofarbe,
Man braucht dann noch die Farbkappen, wo die Tattoofarbe hineinkommt. Dann braucht man halt noch die Holzmundspachteln, das sind die vom Arzt, wo man A sagt und dieses Holzteile. Dann braucht man Vaseline. Man braucht dann halt noch, wie gesagt, die Griffstücke, die Nadeln, die Gummis, die anderen Gummis. Man braucht ein Kabel, man braucht ein Netzteil. Man sollte schon sehr viel in das Netzteil investieren. Also ich habe in mein Netzteil ca. 370 investiert und ich würde nicht empfehlen, Netzteile für 50 oder 100 Euro zu holen. Empfehlung wäre halt auch von Bavarian Cost & Irons das Netzteil zu holen oder von Cuticle. Das sind so meine Empfehlungen. Was man noch braucht, ist, man braucht ein Fußpedal, da das Tätowieren halt wie bei den Nähmaschinen halt über den Fuß sozusagen funktioniert. Was ihr noch braucht, ist Flächendesinfektionsmittel. Dann braucht ihr noch Hautdesinfektionsmittel für die Haut. Ganz wichtig, ihr braucht Hautdesinfektion, nicht Wunddesinfektion. Dann braucht ihr noch die Stencil, das ist Matrizenpapier, womit ihr das Motiv überträgt, um das zu tätowieren auf der Haut. Ihr könnt statt des Stencil könnt ihr halt auch so Hautstifte nehmen. Da müsst ihr spezielle Stifte nehmen, die ihr auf der Haut malen könnt, um zu tätowieren. Ich selber benutze beides, weil ich manchmal das Motiv noch ein bisschen an der Haut umändern möchte. Und das ist für mich einfacher, dass ich das dann mit dem Stift mache nach dem Übertragen, anstatt das wieder abzumachen, umzuzeichnen, wieder drauf zu machen. Was ihr noch braucht, ist Abzugsflüssigkeit. Das ist damit, je nachdem ihr die Haut desinfiziert habt, halt mit dem Abzugsmittel halt die Stencil draufbringen könnt. Und was ihr noch braucht, ist Vaseline zum Tätowieren. Dann braucht ihr noch Papier, also ihr könnt dann ganz normal Küchenrollenpapier, ihr könnt auch spezielle Tätowierpapiertücher kaufen. Ihr braucht dann noch Schutzfolie für euren Kabel. Vom Kabel gibt es auch unterschiedliche. Ich habe hier ein Clinch-Kabel. Clinch-Kabel heißt einfach, dass es zwei Verbindungen hat. Dann gibt es sonst noch Tätowiermaschinen mit RCA-Adapter bzw. RCA-Anschluss. Das ist so ähnlich wie jetzt beim Fernseher oder Kopfhörer, was ihr ganz normal, also 3,5 Clinch-Anschluss habt. Genau, und sonst bräuchte ich noch eine Folie. Ich bräuchte eine Lampe mit Tageslicht, wäre ganz gut, also Daylight-Lampen. So ein Daylight-LED-Lampen wäre das Optimalste. Ihr könnt aber auch Fotolicht benutzen. Ich benutze so Daylight-Lampe, weil ich mit dem Licht am besten klarkomme. Wie ihr schon hört, braucht man schon sehr viel, um zu tätowieren. Also wenn ihr das Ganze mal so runterzählt und das dann zusammenrechnet, hat man schon sehr schnell eine hohe Summe. Wenn man so ein Starter-Set kauft, kann man auf jeden Fall machen. Von mir selber nicht zu empfehlen. Weil die Maschinen, sage ich mal, es gibt auch Tätowiermaschinen bzw. Spulmaschinen aus eBay für 5 bis 10 Euro. Die Sache ist einfach dann, das ist kein Kupfer bzw. ist nur übermalt. Man kann schon damit tätowieren, aber die Linienführung ist ganz anders als mit der professionellen. Das merkt dann auch ein Laie. Man kann damit tätowieren, aber mit der Farbe, die ist sehr giftig, sage ich mal, weil die in dem Preissegment nicht EU überprüft ist bzw. geschützt ist und deshalb auf Kunsthaut, auf Papier alles okay, aber nicht an sich selber und nicht mal an Freunden. Also sowas dann, das ist ein No-Go. Weil die ganzen Tätowierfarben, die es gibt, es gibt auch unterschiedliche, die sind alle EU geprüft. So ähnlich wie bei den Haarfarben, sage ich mal, für beim Friseur. Genau. Und es gibt da auch Unterschiede zwischen den Farben. Es gibt manche, die sind sehr flüssig, es gibt welche, die sind nicht so flüssig, die sind sehr zäh. Und genauso gibt es sehr viele Unterschiede zwischen den Nadeln, was ich später vielleicht noch ein Video mache, weil es sehr komplex ist. Ja, was ich vergessen habe, ihr braucht noch grüne Seife bzw. Destilliertes Wasser, damit ihr das Blut abtragen könnt mit dem Zellstofftuch bzw. mit dem Küchenrollenpapier halt, ne? Weil wenn ihr tätowiert, wird der Kunde bzw. ihr selber oder das Modell wird dann bluten und ihr müsst da die Stencil sehen und auch neben der Tattoofarbe, was da halt beim Verwischen halt auch immer Spuren hinterlässt, sollte dann mit einem grüne Seife benutzt werden, mit Wasser gemischt oder destilliertes Wasser und könnt es dann halt sauber machen.
Und ganz wichtig noch zu der Cross-Kontamination ist einfach, dass es davon von der Infektionsgefahr. Also wenn man die Nadeln oder die Griffstücke nicht wechselt oder keine Handschuhe trägt, dass man halt die Bakterien bzw. Viren oder die Mikroorganismen halt auf der Haut, auf die Maschine gelangt bzw. auf die Haut vom Kunden oder vom Modell gelangt. Das gleiche gilt dann aber auch bei der bei Flächen. Das ist wie von dem Tisch oder von der Arbeitsfläche, wo ihr arbeitet, sollte immer mit neuer Folie, also sollte erst desinfiziert werden, dann das Desinfizierzeug solltet ihr erstmal einwirken lassen, danach solltet ihr es mit Folie einpacken und dann könnt ihr eure Sachen da drauf legen. Und ganz wichtig ist auch der Müll, also das, was wegkommt, sollte sehr gut eingepackt werden und sehr schnell rausgebracht werden, da es sonst Gefahr von der Cross-Kontamination gibt. Gleiches gilt wie Tätowieren zu Hause. Zu empfehlen wäre, wenn ihr einen extra Raum dafür habt und alles sehr steril drin ist. Weil, wie gesagt, also Vorsorge ist immer besser. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick ins, wie fange ich mit Tätowieren an, beziehungsweise was ich alles dazu brauche, geben. Und hoffe, ich hat euch gefallen und bin dann raus. Ciao!